Jo. Weiter geht's. Da kommt wieder die Vinci reingesprintet ins Bild. Domme sucht noch die guten... Alos? Ja. Ist jetzt verschwunden? Ja. Hier ist Öl. Ganz versteckt. Vinci, okay. Hier läuft wildes Öl. Ich hole mir das wilde Öl. Ja, mach das. Komm her, Öl. Hm? Ciao, Öl. 16 Öl. Puh, gerade ein gutes Standbild. Domme? Na, die müssen ja verdammt weit weggelaufen sein. Ja, die standen gerade noch da vorne. Uff, mein Raptor beißt gerade die ganze Raptor. Du bist ja rotzfrech jetzt. So, Nein. Jetzt hätte ich genau den einen gehabt. Du hättest jetzt fast den einen gehabt. Ich glaube, Vinci, bist du das, die da vorne steht mit den Rapideur? Also wir sind definitiv nicht so schnell wie Domme. Ach, hier ist Metall. Vinci, falls wir Metall brauchen, hier ist noch Metall. Ja, mein Raptor kann nicht mehr so viel tragen. Mein Raptor noch ein bisschen, aber dann war es dann auch. Weil ich dieses Mal echt viel Zeug drin habe. Zwei Armbrüste und... Hallo, kleiner Dödi. Aber ich finde das halt cool, dass sie das mit diesen Skins gebietsspezifisch gemacht werden, ne? Gemacht haben. Vinci, bei dir krabbelt da irgendwas rum. Ja, ja, so ein Ölkäfer. Ein Agro-Dödi. Ja, der auch. Domme, sag Bescheid, wenn du so hast. Domme hat einen. Er hat ihn. Ciao, schnell zurück. Bitte nicht, Dödi. Greif mich weiter an. Genau. Komm, Dödi. Ich hol den Dödi jetzt hier oben mal weg, der gerade neben dem Zähmgehege war. Du, da läuft, glaube ich, gerade ein Dödi noch mit ins Zähmgehege. Der Dödi geht mir auf den Keks. Den habe ich gerade gerufen, der sollte eigentlich zu mir kommen. Ist der Dödi da weg? Der macht da mit Action. Ja, beide Dödis machen hier mit Action. Der Alu will da nicht rein. Du, da ist der Dödi drin. Also ich habe den einen Dödi hier draußen gerade gekillt und den anderen Dödi da drin, da komme ich nicht dran. Dödi, komm zu mir. Oh, ich kann da jetzt halt auch nicht zwischenbeißen. Mm-mm. Jetzt kann ich zwischen. Nein, doch nicht. Der war drin. Der Dödi hat ihn da reingeprügelt. Er ist wieder drin. Domme. Nee. Doch, er war wieder drin. Oh, jetzt sind wir hier in Dödi die ganze Zeit. Ja, er hat ihn losgelassen. Ja, er ist jetzt bei Domme drin. Oh, Domme hat ihn. Jetzt der Dödi! Ich hab den Dings erwischt. Ich glaube, ich treffe aber da auf den Alu. Ja, der Alu kratzt ihn. Vinci, du müsstest den da, den Dicken, vielleicht betäuben. Und ich nehme den hier. Betäub mal den Dödi. Den Alu. Ja, wenn der Dödi mich in Ruhe lassen soll. Ja, ich hab ihn. Ich töte den gerade. Nein! Nein, böser Alu! Geh weg! Du musst hier ganz genau aufpassen, der Alu frisst einfach mal alles weg. Das ist eine Lüge. Ja. Vinci? Ja? Du hast gerade mal 100 Narkose von 9000, ne? Ich würde mit beide, dass beide drauf schießen. Echt? Du brauchst da ewig. Ich schieß auch noch mit drauf, aber ich werde am Ende aufhören. Tatsache, die kriegen auch nur 14 Schaden, ne? Ja. Guckst du immer mal wieder zwischendurch nach Narkose, ja? Ja, du brauchst mindestens. Also ich habe für unseren knapp wo Armbrüste gebraucht. Für einen. Für einen.
Ja, nice. Aber alleine, ne? Ja. Ich hab Nachladebug. Hat erst 1,7. Kann ich ihn hier draußen auch treffen? Oh, der ist wirklich hübsch. Du hast jetzt auch ein Kryo-Dingsbums geholt, ne, Vinci? Was? Du hattest jetzt auch ein Kryo-Dingsbums geholt. Ja. Was mit dem anderen Alu? Wir brauchen ein Weibchen. Wieso? Dann gehe ich mal Spaß haben. Ja, wir brauchen wirklich Männchen und Weibchen, damit wir halt wie ihr auch breeden können, ne? Okay, erstmal werde ich den Magma da vorne töten. Magma? Ja. Wieder läuft ein Magmasaurus rum? Da lief einer rum. Schade, hätte ich gerne mal gesehen. Ja, der ist mir direkt in die Fresse gelaufen. So. Also hier laufen ungefähr gefühlt 30 von den Dingern rum. Also. Okay. Oh, ich habe noch einen Nachladebug. Was vielleicht auch noch rumlaufen? Dann kannst du ja zwischendurch mal nach Narkose gucken. Und kein Dommel kann jetzt auch ja gucken, der ist ja leider da. Also man muss hier echt gucken, dass man wirklich die besseren Viecher kriegt. Viecher sag ich schon. Besseren Waffen oder so vielleicht bekommt. Vinci, wir müssen diese Angelaufgabe mal machen. Von der Dommel gestern erzählt hat. Ja. Die Hälfte an Körper hat er jetzt. Aber Leben halt noch nicht so ganz so viel runter, ne? Hälfte. Okay. Ja gut, weil ich halt sehe schon, dass das gut, ein bisschen glücklich aussieht. Relativ gut picken lassen. Er regeneriert sich auch relativ schnell an HP wieder hoch. Okay. Ich habe vorhin nur die Hälfte vom gegrillten Fleisch mitgenommen, ne? Ich hätte nicht das Ganze mitnehmen sollen. Ich habe nur noch 39. Fleisch? Ja. Ich habe noch muss 2. Ich muss halt auch essen, weil ich dann noch Spaß mit dem Alu hatte. Ich guck mal zwischendurch nach Narkose, weil... Ne, ich guck schon. Also ah, okay. Geht noch. 6,2. Ist halt so nice, dass du gar nicht mit dem Fernglas mehr gucken brauchst eigentlich. Wieso? Ja, du kannst mit der Helena machen. Echt? Auf H oder was? Mit H. Das ist ja ein Cheater-Ding. Hä? Wen hat denn der jetzt gebissen? Vinci. Oder zumindest Richtung Vinci. Der wollte gleich mal Vinci snacken. So, ich höre jetzt auf mit 7000. Wie viel hat der? 7000 von 9000. Kann ich mal. Oh, der blutet übel. 700 HP. Ich hab jetzt aufgehört zu schießen. Ne, ich guck jetzt nur mit dem Ding drauf. 740 HP von. Also, ich glaube, Dommer hat das vorhin schon mal erzählt, dass es eine ganz knappe Kiste wird mit denen. Am besten jetzt mal ticken. Lass mal Vinci jetzt mal nicht schießen. Wenn er dann wieder runter geht, einfach dann wieder schießen. Halt er jetzt auch schon wieder hoch. Mag der bei euch auch so gerade? Mhm. Ja, der wabbelt da so ein bisschen hin und her. Ich guck grad, Torpor hat der 8000 von 9000. Ja. Das ist richtig cool, dass man die so scannen kann. Der tickt aber noch hoch, ne? Ja. Helena scannt bei mir aber nicht. Ja, aber bei mir. Jetzt bei mir nicht mehr, weil er jetzt bei mir zu weit weg ist. Jetzt macht's wieder. Ja, immer wenn er zu weit weg ist, macht's es nicht. Das Power geht noch hoch. Aber wir haben ja auch gut Dings reingehauen, ne? So, ich habe gerade wieder Münzen abgeholt. Du bist nicht dran drin. Habe ich vorhin die Beeren nicht aus meiner Leiche genommen? Und auch so ein Dulli.
grabbeln wir mal kurz Beeren zum Essen. Weil falls mein Fleisch nämlich ausgeht, muss ich ja irgendwas futtern. Aber Wasser, muss ich sagen, geht hier nicht ganz so krass runter, ne? Naja, gut, ich hab halt zum Beispiel, wir haben uns eine Wasser-Trinkflasche geholt. Ja gut, aber diese Trinkbeutel, die brauchst du nicht, ne? Weil die Flaschen sind halt besser, diese Feldflaschen dann, ne? Ja, die Feldflaschen haben wir zum Beispiel uns geholt gehabt. Wow. Da werde ich neidisch. Ja, wir sind halt noch nicht so weit. Wir haben zwar schon hier einiges... Gut, man muss dazu sagen, wir haben uns auch die Siliziumperlen gekauft gehabt, weil wir keine Ahnung hatten, wo es die gibt. Das weiß ich leider auch nicht. Oh, ich dachte gerade, da oben wäre ein Dino, aber da ist nichts. Pickt halt immer noch hoch. Echt jetzt? Ich will auch mal gucken. Lass mich gucken. Ich will dir unterm Rock gucken. Na gut, dann nehme ich jetzt nicht an. Du kannst auch reingehen. Nein, ich will da nicht rein. Tatsache, Vinci, ich glaube, der kickt gleich um. Ja, wäre geil. Also mit Fernglas sehe ich die ganze Zeit, wie das hochtickt. Ja. Ja, mit der Helena sehe ich das auch nicht, da steht da nur ein. Ja, ja. Da muss man das die ganze Zeit aktualisieren bei Helena. Da ist Vorpor wird dann nicht die ganze Zeit angezeigt, also live, sondern zum Beispiel Leben oder so. Dommer, hinter uns ist irgendwo ein Agentavis. Wo? Hinterm, also da wo der Alu hinguckt, so in die Richtung. Mhm. Da kommt er hochgeflogen. So, 300 Narkose brauchen wir noch. Also 380, 370, 50, 40, was auch immer. Ach, ich will nicht. Das sind so ein, zwei Pfeile notfalls noch. Ne? Wenn, ja, er wird langsamer. Nee, der tickt komplett durch, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der tickt auch durch. Da muss man nur halt aufpassen mit 800 Leben, dass er halt nichts angeknabbert wird, ne? Eigentlich sollte es nicht passieren. Also bis jetzt hat noch nie was irgendwie unsere Alus angeknabbert. Das ist gut. Und da liegt er. Hä, aber das Komische ist so vor dem Narkosewert, ne, den er eigentlich hat. Ja, das ist normal. Das ist normal. Naja, deswegen sage ich ja komisch, dass das halt immer so ist. Wie warm war was hier gerade? Fleisch, oder? Ja, hat Vinci dabei. Ja, danke Helena, dass du mich scannst. Ich bin echt glücklich. Warum stehst du da oben eigentlich auf dem Wer maut's denn hier? Der Alu. Aus Aluhausen. Ja, wo kommt ihr denn her? Aus Aluhausen. Aus Aluhausen. Bitte sehr. Da läuft so ein Wasserbug. Ich gehe mal zu dem Wasserding hin. Nee, das Quatsch, das ist so ein so ein Segel. So ein wie heißt es, Dimetrodon. Mhm. Ich dachte, das wäre ein Wasserbug. Toll. Aber der Agi da oben ist dann wieder so ein normaler, ne? Kein X, ne? Ja, das wäre ein normaler. Hä? Hallo, hör auf zu beißen, du Kröte. Ich wollte gerade fragen, greift die irgendwas an? Nein, die hat manchmal so eine Eingebenheit. Und wenn ich dann durchs Fernglas gucke, meint die manchmal schnappern zu müssen. Guck mal, jetzt kommst du an den ran. Snack ihn weg. Nein, mach ihn nur tot. Ich lass essen. Gut, ich war überrascht, dass ich mit einem Biss den getötet habe. Das war nur ein Level 40er. Hui. Na, Vinci? Also, er ist wirklich hübsch. Hm. Ich gehe mal ganz kurz hier hin. Na, lässt du mal das Fernglas jetzt stecken? Ja, interessant sind die auf jeden Fall mit dieser Farbe, ne? Ja. Bin echt mal auf die Mutation gespannt. Was für eine Mutation? Da hinten ist ein Rex-Domme. Ne, Magmasaurus. Das ist ein Magmasaurus. Nein, nicht töten. Ich will ihn screenshotten. Weg mit deinem Po. Weg mit deinem Po. Domme. Oh nein, ich hör auf zu hauen. Der kloppt sich mit dem Lystro. Oh, was macht die denn schon wieder? Manchmal hasse ich dieses Spiel. Du kannst auch noch einen Tick vor, gell? Nein, nein. Oh, die haut andauernd. Scheiß Fernglas.
Dreh dich um, ich will deinen Kopf sehen. Oh, die müssen wir uns unbedingt auch holen. Die finde ich sehen auch so mega krass aus, ne? Jetzt sehe ich seinen Kopf nicht mehr, weil jetzt dreht er sich nicht mehr so schön. Was hat denn der für ein Level? Level 32, der ist noch nicht mehr so hoch. Was kommt denn da angekrabbelt? Öl! Das ist Öl! Guck mal, da kommt Öl. Ciao, Öl. Und hast du das Screenshot hingekriegt? Einen von einer Seite oder so. Ach, die werden wir nochmal näher sehen. Haut die jetzt die ganze Zeit wieder zu? Ja, wenn du zu nah rangehst, baut sich der Stein auf. Dann siehst du den halt gar nicht mehr. Ja. Aber der sieht hier so interessant gut aus. Hinstellen. Auf den Stein einfach. Falls er uns ansnacken will, kommt Domme und macht ihn weg. Aber jetzt auch nur von hinten. Dabei ist gerade der Kopf. Ne, ich sehe ihn auch von der Seite. Oh, hör doch mal auf zu hauen. Jetzt gut. Immer wenn die durchs scheiß Fernglas guckt. Oh, leck um hier. Du kriegst kein Fernglas mehr, Alter. So. Ich glaube, ich habe aber ein Bild von vorne hingekriegt. Ja, ich glaube ich auch. Wir glauben, wir wissen es nicht. Dadurch, dass er wieder sich kreiselt. Machst du ihn jetzt tot, Domme? Nö, ich stelle mich hier vorne hin und guck dann an. Oh, okay. Jetzt muss ich aber aufhalten. Er spuckt dich an. Billy. Schwach. Nee, hier ist ein Basilisk. Das ist das Problem. Basi? Oh nein. Oh ja, man sieht die Wolke da hinten. Oh ja. Also den habe ich leider von Weitem jetzt auch nicht gesehen. Bei dir ist ein Lystro Level 224. Jetzt kann ich wieder gefahrlos durchs Fernglas gucken, weißt du? Was willst du denn also hier? Ich muss auch dazu sagen, der Basilisk ist einfach vom Himmel gefallen. Ja gut. Ich habe schon Videos gesehen, da ist ein Sarko aus dem Boden gekommen. Ja, kann man auch mal machen. Hast du schon wieder das Fernglas? Vorsicht, die haut schon wieder. Einmal hat er gefallen. Vorsichtig, die haut schon wieder. Ich muss dich gleich einmal reloggen. Wie viel hat er? 22,3. Ja. Einmal gefressen. So. 20 Minuten ungefähr ja, dauert. Gut, dann mache ich jetzt aber kurz Ende an dieser Stelle. Puh. Ja, ich muss reloggen.